Die Fränkische Schweiz ist ein schönes Stück Erde. Hier ist es ruhig und beschaulich. Weniger harmonisch der Fünfseitlersteig. Uno und seine Freunde aus Nürnberg studieren zusammen Maschinenbau. Sie testen heute zum ersten Mal den Bierwanderweg. Die meisten der vielen tausend Seidlerpilger jährlich kommen mit der Gräfenbergbahn. Ja, eine ganz schöne Wanderung mit den besten Freunden eben. Und wir waren ja schon öfters wandern, so ist es ja nicht. Nach einer halben Stunde Zugfahrt erreicht die Studentengruppe Weiße Nohe. Es gilt, sich erstmal zu orientieren. Essen, was hat denn der Marco gesagt? Das hat er nicht gesagt. Auf 10 Kilometer Wanderweg zwischen Weiße Nohe und Tuisbrunn, nördlich von Nürnberg, warten 5 Privatbrauereien auf die Besucher. Ja, aber Ding. Ist das eine Kirche? Nach wenigen hundert Metern erreicht die Gruppe den ersten Biergarten. Das Besondere der Wanderung ist, dass man bei jeder Brauerei einen Stempel für das getrunkene Bier bekommt. Wer alle Stempel sammelt, bekommt am Ende eine Urkunde und darf sich Bezwinger des Fünfseitlersteigs nennen. Ist voller als gedacht. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich hoffe, dass der Wanderweg nicht so voll wird, weil es ein bisschen dann entspannter ist auch. Und jetzt haben wir schon den ersten Stempel von 5 und es fehlen nur noch 4. Und mal schauen, ob wir die alle auch schaffen. Wie lange gibt es denn schon? Das ist meine Frage. Spätestens auf dem Weg zur nächsten Brauerei in Gräfenberg merken die Jungs, auch körperliche Fitness ist gefordert. Es wartet der längste und forderndste Abschnitt des Weges. Es ist ganz schön anstrengend. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Ja, da steht auf 5 Seitenstück drauf, oder? Ja, das ist auch wieder abgebrochen. Das oberste Schild. Und das sind auch Leute. Leider verirren sich immer wieder einige Unbelehrbare auf den Steig. Müll, Lärm und leere Flaschen sind die Folge. Genervte Anwohner sehen den Biertourismus daher kritisch. Es sind schon ein paar Gruppen dabei, die etwas lauter sind. Speziell jetzt am Vatertag, da war es natürlich ein wenig mit den ganzen Bollerwagen und so weiter. Und die Nichtväter vor allem sind ja da unterwegs. Unsere Gruppe hält sich an die Regeln und freut sich auf die nächsten Brauereien. Prost! Nach 10 Kilometern ist es geschafft. Der Steig ist bezwungen. Jetzt geht es müde, aber zufrieden nach Hause. Eigentlich im Ganzen glücklich und bin jetzt froh, dass ich endlich nach Nürnberg gehen kann und mich ins Bett legen kann.